Stumpf. Guten Abend, liebe Schwester, Freunde und Feinde. Ja, guten Abend. Aufgrund der aktuellen Gesamtsituation fühlen sich die letzten beiden Überlebenden der Jesus Family Kurpfalz verpflichtet, ihren Senf dazu zu geben, ja, in der Hoffnung, Weltfrieden zu stiften. Wird kaum möglich sein, weil es so viele böse Menschen gibt. Für die drei Zuschauer, die dieses Video sehen werden, in der Hoffnung, dass einer von denen sowohl zum palästinensischen als auch zum israelischen Außenministerium enge Kontakte pflegt. Und es hat sich, meines Wissens, war das das erste Mal, weil Deutschland den Grand Prix gewonnen hat, schon mal eine süße, nette, kleine Dame zu dem Thema geäußert. Ja, die Nicole. Und das wäre natürlich schön, wenn das kein Thema mehr wäre, aber es ist ja aktueller denn je. Leider. Also wir beide sind so Kids auf die 80s und so, die bösen Russen, die guten Amis. Also sind wir aufgewachsen, das war für uns vollkommen okay. Ja. Jeder hält den anderen in Schach und kann eigentlich gar nichts passieren. Jetzt ja. Von dem ganzen Stress in der Ukraine und naja, jetzt halt seit 7. Oktober noch das Chaos im Nahen Osten. Also ich habe vorhin noch mit einem guten Kumpel von mir telefoniert. Ich habe gesagt, was macht dich eigentlich so sicher, dass die nicht zum Volkssturm aufrufen und so. Dann habe ich gleich gesagt, ja, ich melde mich natürlich als Jagdpilot. Das wollte ich schon immer machen und so, aber die werden mich da nicht reinlassen, ist ja logisch. Und so, ich habe nicht mal einen Führerschein. Und das geht es überhaupt gar nicht. Es geht um Weltfrieden. Man muss die Leute ja erstmal da abholen, wo sie stehen. Noch stehen wir nicht im Krieg. Also wir theoretisch stehen wir nicht im Krieg, oder? Ach, wir liefern nur welche Waffen. Ja, eben. Also wir helfen kräftig mit, was nicht gut ist. Oh, das ist aber klein geschrieben. Ja, das ist. Brauchen wir viel Licht. Eine Lupe haben wir nicht. Also, eine Dame namens Nicole hat sich, wann war denn das? Ich glaube 82, oder? Also 82. Gutes Gedächtnis. Folgendermaßen zu der Gesamtproblematik folgendermaßen geäußert. Und wir stehen da voll Kanne dahinter. Hinter Nicole. Wie eine Blume am Winterbeginn und so wie ein Feuer im eisigen Wind. Wie eine Puppe, die keiner mehr mag, fühle ich mich an manchen Tag. Dann sehe ich die Wolken, die über uns sind, und höre die Schreie der Vögel im Wind. Ich singe aus Angst vor dem Dunkel ein Lied und hoffe, dass nichts geschieht. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne auf dieser Erde, auf der wir wohnen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude, ein bisschen, pass auf, dass du uns wieder Buch nicht fertig. Das wünsche ich mir. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Träumen und dass die Menschen nicht so oft weinen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Liebe, dass ich die Hoffnung nie mehr verliere. Nicht viel. Ich bin nur ein Mädchen, das sagt, was es fühlt. Allein bin ich hilflos, ein Vogel im Wind, der spürt, dass der Sturm beginnt. Ein bisschen. Jetzt machen wir einfach mal von vorne Refrain. Ja. Und pass auf, dass du uns nicht verdeckst. Ja, Entschuldigung. Und vor allem muss ich es sehen. Ja. Ja. Achso, das ist ja alles live. Ist live, Sören. Ihr wisst, ihr werdet nicht verarscht. Das ist alles live. Wir dürfen jetzt nicht streiten. Ein bisschen Friede. Boah, ich freue mich schon so auf den Streit in die Kamera aus. Jetzt sind wir so friedlich. Dann packen wir beide die Baseballschläger aus, dann geht es hier richtig ab. Und die Katzen müssen so Sören. Ein bisschen Sören. Ein bisschen Anja. Diese Erde, auf der wir wohnen. Ein bisschen Frieden. Ein bisschen Freude. Ein bisschen Wärme, das wünsche ich mir. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Träumen. Und dass die Menschen nicht so oft weinen. Ein bisschen Frieden. Liebe, dass ich die Hoffnung nie mehr verliere. Sing mit mir ein kleines Lied, dass die Welt in Frieden lebt. Mach so weiter. Sing mit
ein Kleid, auf der wir wohnen. Ein bisschen Freude, ein bisschen Freude, ein bisschen Wärme, das wünsche ich mir. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude, dass die Menschen nicht so oft weinen. Ein bisschen Frieden, ja, wir haben uns heute mal für einen nicht offiziell christlichen Text entschieden zum Intro. Ja. Weil die Lage halt doch entsprechend ernst ist und wir auch die Randgruppen ansprechen wollen. Wobei die Randgruppen ja eigentlich die Christen sind. Also ich schätze mal, wir sind in Deutschland 2% und na, vielleicht 5% Moslems, vielleicht 1% Juden und der Rest halt Atheisten. Ne, Moslems sind es doch mehr. Meinst du, Moslems? Okay, kann sein. Ja. Wir haben keine offizielle Statistik gerade zur Verfügung. Also ernsthafte meine ich jetzt. Ernsthafte Christen gibt es nicht so viele. Leider. Kirchenchristen, eingetragene schon. So. Jetzt wird man schon wieder warm. Ich bin ein bisschen erkältet. Das hat man vielleicht auch gehört beim Singen. War diesmal nicht so das Wahre. Du hast was vorbereitet da, ich weiß es nicht. Ja, ich habe mir da ein paar Stichpunkte gemacht. So, das ist jetzt auch kein Profis. Also ich bin, weiß nicht, wie viele von euch noch Peter Schollatur kennen und so. Also der konnte sowas aus dem FF und so. Der hat da alle 3 Monate ein Buch drüber geschrieben und so. Also der fehlt uns zum Beispiel heutzutage. Aber jetzt gucken wir mal, wie wir da durchkommen. Also das Thema ist der Palästina-Israel-Konflikt. Meine erste These: Terrorismus ist generell scheiße, egal von welcher Seite. Wie konnte das überhaupt passieren am 7.10.? Israel hat eine der besten Armeen der Welt. Das ist ganz klar. Das ist die bestgeschützte Grenze aller Zeiten. Ich habe neulich ein super Interview gesehen mit einer Ex-Armee-Angehörigen der israelischen Armee. Die hat es dann auch alles genau beschrieben. Also dagegen war die Berliner Mauer ein Witz mit ihren Selbstschussanlagen. Da muss irgendwas gefaked sein. Das ist ganz klar. Und ich sage jetzt gleich am Anfang, also ich bin für keine von beiden. Ich finde, man sollte sich da absolut neutral und friedlich verhalten. Aber ich bin vorhin ein bisschen sauer geworden, weil ich heute wieder zu viele Nachrichten gehört habe. Und ich höre sie bloß noch, ich gucke sie gar nicht mehr. Ich höre den ganzen Tag SWR1 und so und einer meiner Lieblingssender und das entspannt mich so ein bisschen. Aber da kam dann wirklich irgendwann eine Meldung, wo ich dachte, aber jetzt reicht es aber wirklich. Das war die Hauptmotivation, dass wir gesagt haben, jetzt machen wir noch dieses Video. Und also, die haben da Grenzzäune mit automatischen Maschinengewehren und so. Das schafft keine Katze, darüber zu kommen, ohne dass die erwischt wird. Und ich sage jetzt einfach mal das Wort False Flag. Ja, jetzt bin ich wieder in der verschwörungstheoretischen Ecke und so. Aber das hatten wir doch schon so oft. Das war bei 9-11 so. Das haben die vorher gewusst, haben es nicht verhindert. Bei Pearl Harbor haben sie es gewusst und sie haben es nicht verhindert. Und ich sage einfach jetzt mal so, die haben es auch gewusst, die haben einfach mal 1000 Leute über die Klinge springen lassen, damit sie endlich einen Vorwand haben, um da ratzfatz durchzuziehen. Und das muss man einfach mal so sehen. Also die Verhältnismäßigkeit der Mittel, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ich bin neutral, ich bin Deutscher und bin froh, dass hier gerade keine Bombe einschlägt, das ist alles. Ich sehe gerade aus wie der Moritz von Max und Moritz. Und dass man also, zum Beispiel, wie es im Alten Testament heißt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Da sagen ja viele Bibelkritiker, oh, ist das brutal. Aber das stimmt nicht. Das ist gemeint, um die Strafe zu begrenzen. Ja. Wenn dir, also damit,
also dass man nicht doppelt und dreifach zurückschlägt, also quasi, Verhinderung, sondern nur genau gleich. Also die Verhinderung gleich der, böse. Die Verhinderung der Blutrache sozusagen. Also, oh Mann. Deswegen sage ich Verhältnismäßigkeit der Mittel. Ich meine, natürlich kann man jetzt sagen, die Hamas hat angefangen und so, aber das hätten die nicht geschafft, wenn der israelische Geheimdienst nicht beide Augen zugedrückt hätte. Da kann mir jeder erzählen, was er will. Da stimmt irgendwas nicht. Und ich habe halt, wie gesagt, gestern da wirklich ein sehr gutes Interview gesehen und es war absolut glaubhaft. Also, das kann nicht sein. Hallo Harry, hi. Also, weißt du, und ich meine, jetzt geht's halt mit, also die, ich habe wohl einen Spiegeltitel gelesen, da ging es um, also was ist eigentlich das gefährlichste Landraubtier? Normalerweise sagt man da Eisbär, aber dann haben sie so ein Foto gezeigt von steinewerfenden palästinensischen Jugendlichen, die irre wütend auf die Israelis waren. Und dann hieß es halt Männer ohne Frauen. Zum Glück hast du eine Frau, gell? Ich, sonst wäre ich bei der RAF gelandet. Wer weiß das? Aber ich meine, jetzt zum Beispiel jetzt ganz aktuell, also jetzt werden halt Jagdflugzeuge gegen kleine Kinder, die noch nicht mal eine Kalaschnikow tragen können, und gegen steinewerfende Jugendliche eingesetzt. Mittlerweile 5000, also das sind jetzt bloß die Zahlen, die ich letztes Mal gehört habe und so, 5000 tote Palästinenser und 1000 tote waren sie auf dem Festival, wo die Hamas da mal richtig durchgebaggert hat. Also steht jetzt 5:1 für Israel. Mhm. Das ist absolut sarkastisch, wenn nicht schon zynisch, was ich hier sage. Aber es wird halt wirklich völlig unterschätzt, was für ein Sprengstoff da drin steckt. Und wir sind ja hier in Deutschland in einer, wir können es ja gar nicht mehr verhindern, natürlich sind wir in einer multikulturellen Gesellschaft. Wer von euch hat noch keinen Döner oder noch keine Pizza gegessen? Ja, schon langsam. Das ist halt so. Also, und die meisten sind ja wirklich friedlich. Und jetzt geht es da voll auf den Straßen ab. Die Polizei schlägt Alarm. Ja. Gerade heute kam es so, die haben gesagt, ey, wir sind am Limit, es geht nicht mehr. Ihr müsst jetzt, wir können die nicht mehr bremsen. Die gehen ja schon los auf die Polizisten. Und dann sagt die deutsche Regierung, ja, wir stehen... Auch auf die Zugführer übrigens, habe ich gehört schon. Ja. Zugführer, da kommt man auch rein. Nee, auf die Kontrolleure. Ach so, ja, genau. Gehen sie schon los, ja, auf die Kontrolleure im Zug, ja. Und da, ich meine, es herrscht insgesamt eine sehr aufgeheizte Stimmung. Und ja, da, sagen wir so, ich meine, also ich gehe seit 26 Jahren mit Jesus. Ich mache da viele Fehler bei und so. Ich habe viele gesundheitliche Probleme überhaupt nicht im Griff und so. Und beruflich geht es momentan nicht so richtig voran. Aber also so weit kann ich noch denken, dass ich weiß, dass Liebe und Frieden immer der beste Weg ist. Ganz klar. Meine letzte Schlägerei war 1996 und ich war immer wieder in gefährlichen Situationen. Sollen wir das jetzt von Michael Jackson erzählen? Finde ich jetzt später. Ja, okay. Es gibt, also, wir hängen ja in vielen christlichen Kreisen rum und so. Ach Gott, ich muss das trinken. Oh. Also, viele Christen machen jetzt gerade den Fehler, dass sie sagen, naja, wir müssen jetzt voll hinter Israel stehen, weil das ist ja der Staat vom lieben Gott. Und das stimmt nicht. Das war... Also eine ganze Weile hat es zum Osmanischen Reich gehört. Nach dem Ersten Weltkrieg haben es die Engländer übernommen. Und da gab es immer Leute, die halt da gewohnt haben. Und weil das Gebiet Palästina heißt, also Jesus war auch Palästinenser, wenn du so willst. Und möchtest du das sagen? Das würde ich sagen. Ich habe es gerade eben gesagt. Ich sag's nochmal. Ich dachte, der wäre Israelit gewesen. So. Das ganze Gebiet heißt Palästina. Früher hieß es mal Kanaan. Ja. Ja. Aber. Kann ich alles biblisch Jakob belegen. Jakob wurde doch zu Israel, oder was hat so? Jakob wurde zu Israel umbenannt. Ja. Und dann hieß es Israel, das Volk Israel. Ja. Die hat Gott rausgeführt aus Ägypten. Ja. Ja. Da war Jakob schon 400 Jahre tot. Die Palästinenser. Ja, aber es gibt da kein Gut und Böse.
Das meine ich. Das sage ich, das müssen alle böse im Endeffekt. Alle also, böse. Weißt du, und den Fehler machen halt jetzt gerade viele. Und so. Also, ich, ja, also ich halte da auch voll raus. Also, ich sage nicht, die Israeliten sind die Guten, ich sage aber auch nicht, die Palästinenser sind die Guten. Ich finde, ich verachte Gewalt grundsätzlich. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich schon oft Gewalt erlebt habe. Ich verachte Gewalt. Ich auch. Bin auch unbewaffnet, obwohl mir mehrfach Waffen angeboten wurden, teilweise sogar untergejubelt, ohne dass ich es gewusst habe. Aber zum Glück bin ich so alle losgeworden. Also ich halte davon überhaupt nichts. Also entweder ich glaube an die Kraft des Herrn oder ich lasse es bleiben. Und man muss halt auch den historischen Zusammenhang sehen. Dass man also wirklich, Israel hat da, die Staatsgründung hat ja mit dem Krieg angefangen, 1948. Und die mussten das ja erstmal erobern. Das war ja erstmal ein Riesenaufwand, wo sie damals das Schiff mit Flüchtlingen nach dem Zweiten Weltkrieg, die haben gesagt, so, jetzt machen wir mal eine Sicherheitszone, damit sowas wie der Holocaust nie wieder passieren kann. Das verstehe ich ja. Und da bietet sich natürlich Palästina an, weil also da gibt es immerhin Jerusalem und so und da gibt es ja eine gewisse jüdische Tradition. Und da gehören sie eigentlich hin, so ungefähr. Aber und das erste Schiff hieß auch noch Exodus, so wie das zweite Buch Mose. Auszug. Und die haben die zuerst gar nicht reingelassen. Das war also damals schon ein riesen Aufwand und es ging sofort los mit Krieg. Und das wissen halt viele Leute heutzutage gar nicht mehr anscheinend. Die denken dann, da knallt jetzt einer durch und so, aber so ist es nicht. Da unten, da gab es noch nie Frieden. Noch nie, habe ich gesagt. Mhm. Vielleicht unter den Persern, unter König Darius. Das war einigermaßen okay. So, das ist ungefähr 2500 Jahre her. Da gab es noch so eine Zeit, da hat Persien dann Babylon übernommen. Dann durften die Juden, damals war es noch Israel, da waren es schon Juden. Juden wieder zurück und Jerusalem wieder aufbauen und so. Ich glaube, das war noch eine relativ friedliche Zeit. Dann kamen irgendwann die Römer und die Römer, zum Beispiel, die waren insofern, muss man sagen, tolerant. Die haben gesagt, also mit eurer Religion, das ist uns eigentlich egal, solange man eure Steuern zahlt. So waren die drauf. Und Pilatus wollte nicht Jesus kreuzigen. Es gibt einen Satz, den ich für nicht ganz unklug halte. Terror ist der Krieg der Armen. Krieg ist der Terror der Reichen. Mhm. Und das ist genau das, was wir da gerade beobachten können. Die einen versuchen dann noch irgendwie, ja, haben wir auch noch irgendwelche Rechte? Und die anderen schlagen halt mit allem zurück, was sie haben. Und wundern sich, dass sie sich mit der ganzen Welt anlegen. Das ist natürlich beides scheiße. Ich finde es absolut daneben, was die Hamas gemacht hat. Ganz klar. Ich finde es aber auch absolut daneben, wie die israelische Regierung reagiert. Und wo ich heute Morgen im Nachrichten gehört habe, dass da ausgerechnet der Kulturminister, Entschuldigung, was hat denn der da mit zu reden, dann schwätzt der noch davon, schmeißt er einfach die Atombombe auf Palästina, auf den Gazastreifen. Der Gazastreifen, der ist ungefähr so groß wie München. Also das könnte auch für Israel gefährlich werden, wenn man da eine Atombombe draufschmeißt. Ich meine, den haben sie gleich entlassen und so. Das spricht dafür, dass der Netanyahu noch zwei Gehirnzellen hat. Aber wie kann man denn so weit gehen? Meine Güte. Ich habe heute Morgen einen schönen Bericht im Radio gehört. In Hannover, eine palästinensische und eine jüdische Gemeinde. Die arbeiten zusammen. Die beiden Gemeindeleiter sind alte Freunde. Die sind nicht in allen Punkten einer Meinung. Muss ja nicht sein. Ich bin mit einer Frau auch nicht immer in allen Punkten einer Meinung und so. Sie behauptet immer noch, dass das Auto in Stuttgart erfunden wurde, obwohl jedes kleine Kind weiß, dass es in Mannheim erfunden wurde. Das ist unser Lieblingsstreitthema. Die zwei haben sich zusammengeschlossen, Daimler und Benz, genauso wie Kors und Fuller. Und also sowas funktioniert anscheinend. Also warum immer dieser Stress und vor allem immer diese Gewalt? Es gab in der DDR mal eine Friedensbewegung namens Schwerter zu Pflugscharen. Ja. Das ging, glaube ich, sogar schon spätestens in den 80er Jahren los, das Pumpen oder so.
Irgendjemand ruft an oder so. Oh ja, okay. Ja, haben wir jetzt keine. Ja, ich wollte jetzt noch sagen, wir waren neulich in einem Gottesdienst. Der wurde eigentlich Michael Jackson gewidmet. Und Michael Jackson hat ja oft so Dinge über Frieden und Freiheit und Liebe gesungen. Wirklich gute Texte auch, teilweise biblische, habe ich jetzt mitbekommen. Und er hat auch eine Passage aus dem Alten Testament in Heal the World. War das Heal the World? Ja, ja. Nachspiegeln hier. Ja, genau. Das mit dem, am Schluss kommt dann, dass Christus, wenn er wiederkommt, im Friedensreich, im tausendjährigen Friedensreich, da werden die Menschen dann die Schwerter zu Pflugscharen machen und die Sicheln. Wie war das? Sicheln zu? Aha. Das habe ich nicht auch. Ich lese es mal vor. Oder so. So aus dem Kopf kann ich das irgendwie nicht. Und zwar steht es in Jesaja 2, Vers 4. Und er wird richten unter den Nationen und zurechtweisen viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und Spieße zu Sicheln. So was, Spieße zu Sicheln. Denn es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Im tausendjährigen Reich. Und da steht es in Micha 4, Vers 3 dasselbe. Fast dasselbe. Das wusste ich übrigens auch nicht, dass es in Jesaja schon vorkommt. Und in Micha. Er wird unter vielen Völkern richten und mächtige Nationen zurechtweisen in fernen Landen. Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu Sicheln. Es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Und ich habe die Vermutung, leider, dass erst dann Frieden herrschen wird auf Erden. Erst dann, wenn Jesus wiederkommt. Weil, also mein Vater hat es mir schon gesagt, als ich noch ganz klein war, dass immer irgendwo auf dieser Erde Krieg herrscht. Und da war ich sehr erschrocken, weil ich hatte bisher nur vom Ersten und Zweiten Weltkrieg mitbekommen. Ich weiß nicht, weil ich war 6 oder 7 Jahre alt. Und er hat gesagt, es ist immer, immer irgendwo Krieg auf dieser Welt. Und zwar viele verschiedene Kriege. Das ist furchtbar. Ja? Wir sollten eigentlich lernen aus der Vergangenheit. Und zwar alle, nicht nur die Deutschen. Wie sie meinst, die Deutschen sind schuld an allem. Ich würde sagen, alle Länder waren schon waren halt bis jetzt die Besten. Also, aber kriegsdurstig waren alle. Gut und Beste kann man da nicht dazu sagen. Ja, wir hätten es doch fast geschafft. Ja, deswegen ist es auch so bescheuert, dass unser aktueller Verteidigungsminister Pistorius, jetzt fällt dem auf einmal ein, dass die Bundeswehr nicht mehr verteidigungsfähig ist. Ja, wir müssen aufrüsten. Und da denke ich mir echt, und der gibt sogar selber zu, die Russen, die lachen sich doch tot darüber. Der sagt, ja, also wir brauchen jetzt ungefähr 3 Jahre, bis wir wieder verteidigungsfähig sind. Ich sage immer, zum Glück hat Deutschland keine ernstzunehmenden Rohstoffe. Es gibt eigentlich überhaupt keinen Grund, Deutschland zu überfallen. Aber das ist doch eine Logik. Weißt du, dann jahrzehntelang haben sie uns eingehämmert, während den Anfängen, lernt aus der Vergangenheit und so. Pass auf, ich glaube, der Pistorius wurde über den Mund gefahren. Weil in der Präambel steht drin, dass wir immer friedlich sein sollten. Also die Deutschen vor allem, weil die waren ja die Kriegstreiber. Wird so gesagt zumindest. Ja, ich glaube, dass sie gesagt haben, man soll da Ruhe geben. Ne? Und das ist schon mal gut, weil das ist ja Blödsinn, wenn die Deutschen das wieder anfangen, aufzurüsten. Nee, ich kann jetzt ja aufs Telefon gehen. Was zum Beispiel ganz interessant ist, ist, dass in der. Er macht doch auch stumm. Zum Beispiel in der Präambel vom Grundgesetz. Ach Gott, bei der Gelegenheit sage ich einfach mal, ach übrigens, wir haben überhaupt keine Verfassung. Wir haben immer noch nur ein Grundgesetz, das uns von den Amis diktiert wurde. Aber das hat ja ein paar Jahre ganz gut geklappt. Und du musst jetzt ja die Katzen noch streicheln. Da, also in dieser Präambel, da kommt tatsächlich noch der liebe Gott drin vor. In der europäischen Verfassung kommt da nicht mehr drin vor. Mhm. Finde ich schade. Aber weiter im Text. Also ich rate da im Moment allen, insbesondere der Bundesregierung, aber ich nehme an, dass die nicht zuguckt, zur Neutralität und natürlich dazu zu verhandeln, wenn es irgendwie geht. Jetzt gibt es da insbesondere auf Facebook und in diesen ganzen wichtigen WhatsApp-Gruppen und so, auch in der frommen Szene, so viele Leute, hier jetzt Endzeitstimmung, Naherwartung der Entrückung, übermorgen kommt Jesus wieder. Ja. Das hat Paulus auch schon gedacht und das ist schon 2000 Jahre her.
Ja, nicht ganz weiter. Ja, ein bisschen näher jetzt am Ende, aber so schnell wird es nicht gehen, glaube ich auch nicht. Also ich halte diese Haltung für verantwortungslos. So, wir sind jetzt einfach mal pro Israel und ist uns auch egal, ob uns jetzt alle Moslems überrennen. Das stimmt nicht. Der Weg geht immer über die Liebe. Ganz klar, das hat Jesus ganz klar gesagt. Mhm. Sogar bei seiner Verhaftung hat er seinem besten Kumpel noch das Schwert aus der Hand geschlagen. Ja. Und ja, jetzt kommt mal so ein Schwenker. Also ich höre ja gern Rockmusik. Und da gibt es also mehrere Genossen, die sich da schon zu geäußert haben. Ich nenne sogar Udo Lindenberg. Obwohl das, was er in letzter Zeit so schwätzt, so, da bin ich jetzt nicht völlig seiner Meinung. Aber was der alles gemacht hat, damals, um da zwischen BRD und DDR zu vermitteln, das ist schon mal beachtlich. Und er hat sehr schöne Lieder gegen den Krieg geschrieben. Von ihm kommt der Spruch, Gitarren statt Knarren. Sehr schön. Ja. John Lennon. Gerade vorhin habe ich nochmal Imagine gehört. Ist auch zwischendurch eine Textzeile dabei, die ich nicht unterschreiben kann, aber alles andere kann ich unterschreiben. Also er hat auch grundsätzlich so, noch unter dem Eindruck vom Vietnamkrieg und so, gesagt, also das kann es dann wirklich nicht sein. Michael Jackson hatten wir eben schon. So, ja. Metallica. Fantastische Songs, immer gegen den Krieg. Mhm. Wobei One das Beste ist. Das Beste ist One, ganz klar. Also, wo also wirklich klar wird, also schaut mal, wohin das führt, wenn ihr euch prügelt. Ja. Ich lese gerade die Biografie von Bruce Dickinson, dem Sänger von Iron Maiden. Der hat neulich gesagt, die Welt wäre wahrscheinlich besser, wenn Rockstars sie regieren würden. Weil, das kann sein. Das, und es ist wirklich, natürlich gibt es da auch Arschlöcher. Aber die, die es bis jetzt hierhin durchgehalten haben und so, okay, John Lennon ist erschossen worden, Michael Jackson, da wissen wir es nicht ganz genau, was da wirklich passiert ist. Das ist gefährlich, wenn du so weit oben schwimmst. Da schwimmen die Haie. Diana ist garantiert auch nicht einfach so verunfallt. Da war irgendwas anderes dahinter, ist meine Meinung. Das ist, was gewollt war, der Crash damals, ne? Ich meine, das wird sowieso nie passieren, dass Rockstars die Welt regieren werden, weil dafür sind sie einfach von Natur aus zu ehrlich. Was ich super beeindruckend fand, ich habe mal einen Bericht gelesen über eine iranische Death-Metal-Band. Ich war mal als Kind ein Jahr im Iran. Das war noch kurz vor der Revolution, also wo noch der Schah an der Macht war. Deswegen habe ich einen besonderen Bezug zum Iran. Ich freue mich immer, wenn ich iranische Taxifahrer kennenlerne und so. Und unterhalte mich mit denen und so. Und da gab es mal eine iranische Death-Metal-Band. Und wie sich das für eine Death-Metal-Band gehört, haben die natürlich ja antireligiöse Texte gesungen. Und die wurden alle zum Tode verurteilt. Also eine coolere Reklame für eine Death-Metal-Band gibt es ja überhaupt nicht. Echt jetzt, oder? Die haben es alle geschafft abzuhauen. Also, oh nein, die sind alle zum Tode verurteilt worden. Unter der Scharia. Im Iran sind sie ja hardcore, das sind, glaube ich, die Schiiten, ja genau. Nee, ja, die hatten sind die Sunniten. Khamenei, ja, aber die sind. Die Sunniten sind die krassesten. Jo. Also. Die Schiiten sind ja ganz so krass. Wir blicken da selber nicht so richtig durch. Doch, ich weiß schon. Ich weiß auch nicht, ob im 30-jährigen Krieg die Katholiken oder die Evangelien die schlimmeren waren. Ein bisschen waren die Katholiken doch. Obwohl die Evangelischen auch viel Mist gebaut haben. Kannst vergleichen eigentlich mit Sunniten also, und Schiiten. Also, ich meine, die haben es auf jeden Fall, das waren halt auch. Naja, Rockstars kann man jetzt da nicht sagen, aber, oh, hi Andi. Und da hat es wirklich eine iranische Death-Metal-Band geschafft, die waren drei Leute. Und nachdem ihre Texte bekannt wurden, da hat sich das religiös inspirierte Regime, ich betone ausdrücklich religiös, nicht gläubig, religiös, das ist ein Unterschied. Man kann Kritik an Religion üben, das mache ich fast jeden Tag. Aber nicht an Gott. Das heißt ja nicht, dass es gegen Gott geht. Es geht ja meistens gegen das Bodenpersonal. Und dann wurden die tatsächlich zum Tode verurteilt, aber die haben es alle drei noch geschafft, den Iran rechtzeitig zu verlassen. Wo die jetzt hocken, weiß ich nicht. Wahrscheinlich hier 200 Meter links von mir im Asylant. Nein. Hoffe ich lerne ich sie mal kennen. Das glaube ich nicht. Ja, das ist also insgesamt eine sehr unentspannte Situation weltweit. Und da wollten wir uns halt zu äußern. Und wir haben eigentlich bloß
Ja, weiß nicht, das ist irgendwie, also ich plädiere halt wirklich, das sage ich nochmal ausdrücklich, also für Neutralität. Also weder pro Israel noch pro Palästina. Ja, bist du jeder, so öfters mal raushalten aus den ganzen Kriegen. Was haben wir mit Israel und Palästina oder Ukraine oder Russland zu tun? Wir sind Deutsche. Raus aus der NATO, raus aus der EU. Das genau wie die Schweiz. Das ist einfach nur für unser Land jetzt erstmal sorgen. Ich sag's mir hart, Germany first. So wie Trump sagt, America first. Jeder soll für sein Land sorgen und nicht für andere Länder. Und da Waffen hinliefern und da mit sich einmischen, das führt zu noch mehr Spaltung, zu noch mehr Krieg und Uneinigkeit auf dieser Welt. Ganz klar. Ja, ganz klar. So, was hast du schon vorbereitet? Ja, ich glaube, es ist das hier mit dem Krieg. Ich glaube schon, ja. Weißt du? Mag sich Krieg und Gefahr. Die ist auf diese Seite, ne? Genau. Sollen wir nur das eine singen mit dem Krieg da? Ach, ja, zwei Strophen wären schon schlecht. Also gut, dann sind wir zweite und vierte, oder? Ja, dann haben wir das mit dem Krieg nicht dabei. Doch? Nee, das dritte. Also, ich meine ja dritte und vierte. Ja, so organisieren wir unsere Videos. Ihr seht, das ist also alles live. Also die letzten zwei Verse, würde ich sagen, ja? Machen wir so, genau. Krankheit, Alter. Kannst du mit Gitarre machen? Ja, ja das stimmt. Ich glaube, hört sich ja besser an. Also wie gesagt, meine Stimme ist sowieso heute ganz schön angeschlagen, weil ich erkältet bin, aber ich versuche. Also bei mir kommt es vom Rauchen. Na mal die Entschuldigung. Nicht so viel erwarten. Also. Schaut der Kinder zu. Immer auf Gott zu vertrauen, immer auf Gott zu vertrauen, immer auf Gott zu vertrauen, das ist der beste Weg. Mag die Krankheit bedrohen dein Leben, mag sich Krieg und Gewalt erheben, mag die Welt auch vor Furcht erbeben. Gott will deine Zuflucht sein, immer auf Gott zu vertrauen, immer auf Gott zu vertrauen, immer auf Gott zu vertrauen, das ist der beste Weg. Weil die Sorge nicht von mir weichen, will die Einsamkeit dich verschleichen, will sich Unglück und Tod erreichen. Niemals lässt er dich allein, immer auf Gott zu vertrauen, immer auf Gott zu vertrauen, immer auf Gott zu vertrauen, das ist der beste Weg, immer auf Gott zu vertrauen, immer auf Gott zu vertrauen, immer auf Gott zu vertrauen, das ist der beste Weg. Du nimmst das ganze Kissen mit. Okay, dann wollen wir jetzt noch einen schönen Abend wünschen euch allen. Und danke, dass er nicht zugeschaut hat. Lasst euch nicht zu sehr verunsichern. Es wird immer Krieg geben auf dieser Welt, immer Streit. Und wir wollen einfach gucken, dass wir in unserer Umgebung Frieden versuchen zu verbreiten. Und hast du gesagt, in seinem G-Punkt? In unserer Gegend. Ach so. Männer. Ja, ich bin ganz aus dem Konzept jetzt. Wir müssen auf jeden Fall versuchen, freundlich und lieb zu sein zu allen Menschen. Und es fängt halt bei Nachbarn an und nicht bei Leuten, die 10.000 Kilometer von uns entfernt sind. Ja. Unsere aktuelle Außenministerin behauptet ja, dass es auf diesem Planeten Länder gibt, die 100.000 Kilometer entfernt sind. Also das heißt ungefähr 2,5 Mal um die Erde rum. Wie soll denn das gehen? Ja, sie hat für Mathematik nicht so viel Ahnung. Was ich als gesagt auch nicht habe, aber dass man sich um 360 Grad dreht, dass man dann am Anfangspunkt ist, das weiß sogar ich. Gell? Das weiß sogar meine Katze. Und ich war nicht wirklich gut in Mathematik. Also gut, dann wünschen wir euch noch einen schönen Abend und ja, vertraut weiter auf Gott und betet vor allem. Ja. Und es gibt nichts Besseres als Liebe und Frieden. Ja. Lasst euch nicht mitführen in diese Kriegstreiberei. Das wollen die nur. Und die Hass. Wollen uns auch spalten. Ich kenne so viele nette Moslems, hier auch in der Nachbarschaft und so.
ich sage jetzt bestimmt nicht, oh, ich bin jetzt voll für Israel, oh, ich bin jetzt voll für Palästina. Ja, wir sollten uns alle komplett raushalten. Ist nicht unser Krieg. Komm einfach mit denen klar, mit denen du zu tun hast. Und das ist halt ja. Nächstenliebe. Genau. Habe ich, von wem waren das? Das war von Jesus. Nee, ja, das war von Jesus, war klar, aber ich habe doch heute Mittag was erzählt von irgendeinem Kabarettisten. War das Ach so. Bühlend? Weiß ich nicht mehr. Ja, ich weiß, was du meinst. Nicht der, nicht gemeint, der Rassist, sondern der Nächste. Ja, genau. Der das lief sein. Aber ich weiß nicht mehr, wer das war. Das war vielleicht so als zum Abschluss, so als Gag. Ja. Da hat irgendwie, ich weiß nicht mehr, welcher das war. Ich habe Mittag noch irgendeinen Vortrag gesehen. Ist egal. Und Namen sind egal. Vielleicht der Dieter Nuhr, ich weiß es nicht mehr. Das kann sein. Und dann so, ja, mit... Ach nee, das war ein Russe. Ach, wie heißt denn der wer? Vorname Nikita, das weiß ich noch. Und dann, ey, also da erzählt der von seiner ersten Schlägerei. Und dann irgendwie, dann, ja, dann geht's zum Rachefeldzug und so. Ja, wir müssen jetzt uns mit denen treffen, da mit der Gang und so. Wir müssen halt so viele Jungs wie möglich klar machen und so. Und dann treffen sich die beiden. Und dann kommt es zum Duell, so wie bei Spielen wir das Lied vom Tod, bloß ohne Waffen. Und dann, der, also der Gegner, sagt dann so, hey, Moment mal, unsere Eltern, die gehen beide in die gleiche Kirche. Nächstenliebe, weißt du? Und so. Und der andere, ah ja gut, das, aber das heißt ja nur Nächstenliebe. Aber du bist ja nicht der Nächste. Du bist der jetzige Gegner. Du bist ja dieser. Ja. Und erst beim nächsten mich dann anstellen. Also jeden zweiten muss ich lieben. Und so. Nur jeden zweiten. Ich meine, so funktioniert es für mich. So hat Jesus nicht gemeint. So hat es nicht gemeint. Das wissen wir alle, ne? Der Nächste ist immer der, mit dem du gerade zu tun hast. Genau. Und das gilt natürlich insbesondere. Ihr seid momentan ihr. Ja. Ne? Genau. Und deshalb wünschen wir euch nur das Beste. Guten Abend und auf Wiedersehen. Wir gehen davon aus, dass wir mit diesem Video den Weltfrieden auslösen. Ja, das glaube ich jetzt eher nicht, aber... Das ist unsere letzte Botschaft. Hören. Ich glaube, jetzt ist genug geredet. Wir ziehen jetzt auf den Mars. Gell? Tschüss. Ach nee, auf die Venus. Tschüss.